Ja, hallo ihr Lieben, ich freue mich, euch jetzt die Aufgabe für den Tag vorzulesen. Ein Kurs in Wundern, erschienen im Reuthof Verlag. Textbuch, Kapitel 11, Gott oder das Ego, Römisch 5, die Dynamik des Ego, Absatz 3 und 4, aus dem Seminar Der Heilige Geist und seine Führung. Aufgabe für den Tag. Beginne jeden Tag mit der ersten Entscheidungsregel. Heute will ich keine Entscheidungen selber treffen. Wenn ich heute keine Entscheidungen selber treffe, ist dies der Tag, der mir zuteil wird. Während du morgens aufwachst, verbinde dich sofort gründlich mit dem Heiligen Geist, mit Gott, und lasse dir einen Leitsatz geben. Erinnere dich, du bist nur vollkommenste Liebe. Verbinde dich abends vor dem Schlafengehen mit dem Heiligen Geist, mit Gott. Bitte ihn, dich die ganze Nacht hindurch zu führen. Absatz 3. Wir wollen diese Lektion in der Dynamik des Ego damit beginnen, dass wir verstehen, dass der Begriff an sich nichts bedeutet. Immer wenn du dich mit Ego-Denksystem im Ego-Denksystem wähnst, sage: Heiliger Geist, ich bitte darum, dass du mich vollkommen durchleuchtest, und zwar so, dass mein Ego vollkommen hinweggeleuchtet ist. Wiederhole anstatt der Gedankenkreise des Ego die Gedanken des Heiligen Geistes. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der heilige Sohn Gottes selbst, in dem in mir weilt keine Schuld und Sünde existiert nicht. Sage dies auch zu deinem Bruder in der Du-Form. Absatz 1. Er enthält genau den inneren Widerspruch, der ihn bedeutungslos macht. Dynamik impliziert die Macht, etwas zu tun, und der ganze Trugschluss der Trennung beruht auf dem Glauben, dass das Ego die Macht hat, etwas zu tun. Wenn du heute Groll, Schmerz, Angst empfindest, scanne deinen Geist mit Hilfe des Heiligen Geistes und lass dir den Gedanken zeigen, der dahinter steckt. Übergib ihm diesen Gedanken zur Läuterung. Nimm dir zweimal am Tag länger Zeit für dieses Scannen. Wiederhole heute permanent diesen Satz. Absatz 1. Alle Macht ist von Gott. Was nicht von ihm ist, hat keine Macht, irgendetwas zu tun. Erinnere dich, nichts Unwirkliches existiert, nichts Wirkliches kann bedroht werden. Hierin liegt der Frieden Gottes. Übe heute den ganzen Tag ohne Unterbrechung. Lasse dir vom Heiligen Geist Ablenkungen zeigen. Lasse diese aufheben und übe weiter. Absatz 4. Wenn wir uns also das Ego ansehen, dann betrachten wir keine Dynamik, sondern Wahnvorstellungen. Betrachte heute die Ego-Dynamik, erkenne, dass eine Bedrohung immer in Zusammenhang mit einer Person auftritt. Schaue mit dem Heiligen Geist darauf und zerliebe es. Lasse die Liebe ausdehnen. Liebe ist vollkommen harmlos. Absatz 4. Das
Ziel des Ego ist ganz ausdrücklich Ego-Autonomie. Von Anfang an bezweckt es also, getrennt zu sein, sich selber zu genügen und von keiner Macht abhängig zu sein, außer seiner eigenen. Deshalb ist es das Symbol der Trennung. Lies Kapitel 4, Römisch 2, die falsche Autonomie des Ego und Urteilen und das Autoritätsproblem, Kapitel 3, Römisch 4. Überfliege auch Gott und das Autoritätsproblem. Ja, das stimmt jetzt nicht. Das haben wir ja schon hier stehen. Beobachte heute dein Tun. Tue ich die Dinge, um etwas abzuwehren. Erinnere dich, das Ego will sich von Gott trennen. Lerne aufzuzeigen, dass du nicht das Ego, der Körper bist, sondern nur reiner Geist. Das war die Aufgabe für den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, übe möglichst so, dass du einen Abschnitt stündlich den Tag hindurch übst oder, wie es jetzt hier gestanden hat, übe den ganzen Tag hindurch permanent im Geist. Halte deine Beobachtung immer offen. Vielen Dank, dein Andreas.